Augenblick hat uns leider Herr Dr. Opaschall vom Sozialministerium absagen müssen, aber gleich ein Dank an dieser Stelle, weil es wird ihn heute vertreten, die Frau Magister Sigrid Röhrig. Sie ist stellvertretende Abteilungsleiterin der Sektion 6 Arbeitsmarkt im Sozialministerium. Eigentlich sprechen wir heute über psychische Rehabilitation im Kontext der sich wandelnden Arbeitswelten. Mein Beitrag geht jetzt vielleicht einen Schritt davor. Fit to Work gibt es seit 2011, haben wir gehört. Nicht Reha im eigentlichen Sinn, aber ein wichtiger Baustein im Bereich der Sekundärprävention. Und das BBZ hat auch mit Fit to Work sehr viel zu tun, ist auch hier beauftragter Träger und zu einem guten Teil an der Umsetzung beteiligt. Wir haben vorher gehört, was bedarf es, um das Arbeitsleben gesund zu überleben, hat der Herr Dr. Polzer gesagt. Auch da ist Fit to Work ein Baustein und damit hat es begonnen. Wie wir schon gehört haben, 2010, das Arbeit- und Gesundheitsgesetz ist der Ausgangspunkt für das Programm Fit to Work. Es sollte damit ein flächendeckendes, niederschwelliges Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot zu Arbeit und Gesundheit geschaffen werden und hat auch den Auftrag zur Sensibilisierung für eine gesundheitsförderliche Arbeitswelt. Das heißt, Fit to Work ist gedacht als frühzeitige Interventionsmöglichkeit bei gesundheitlichen Problemen und auf einer freiwilligen Basis. Was wir hier sehen, ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch schon mehrmals angesprochen wurde. Bei Fit to Work durch das Arbeit- und Gesundheitsgesetz, da geht es darum, mit vereinten Kräften gemeinsam ans Ziel. Ein eigener Paragraph im AGG ist nämlich dem Zusammenwirken gewidmet. Dem Zusammenwirken der Sozialversicherungsträger, des AMS, der Bundesministerien, des Sozialministeriums Service. Und das ist tatsächlich, wir haben es vorher anders gehört, in Österreich spricht man manchmal vom Schrebergartendenken, auch ein Paradigmenwechsel, der hier 2010 bzw. 2011 gestartet wurde. Auf der Grafik sehen Sie die Finanzierungspartner, die im Wesentlichen auch die Mitglieder der Steuerungsgruppe sind. Es ist dann noch ein Beirat als beratendes Gremium eingerichtet und geleitet wird das Büro der Steuerungsgruppe vom Sozialministerium Service, das auch dann die Vertragspartner für die regionalen Umsetzer und für die Betriebsberatung der Vertragspartner ist. Ja, Fit to Work als sekundärpräventives Programm ist ab 2011 dann auf Basis des AGG schrittweise eingeführt worden, ist seit 2013 österreichweit verfügbar. Und wichtig zu wissen hierbei ist auch noch, dass es eben mehrere Schienen gibt. Die Personenberatung für Erwerbstätige und auch Arbeitslose, gleich anknüpfend an den Vortrag von Frau Dr. Schosser, also bei Fit to Work war es letztes Jahr so, dass leider auch über 2/3 bereits arbeitslos waren zu dem Zeitpunkt, als sie in die Erstberatung gekommen sind. Das heißt, auch hier gibt es das Thema, wie früh erreichen wir die Menschen und natürlich auch die Frage, was ist mit Kündigungsschutz im Krankenstand. Nur circa 1/4 war unselbstständig beschäftigt, als sie zu Fit to Work gekommen sind. Das ist die Schiene der Personenberatung. Hier hat das AGG auch die Möglichkeit, bei Versorgungslücken ergänzende Pilotprojekte zu starten. Und hier ist für Fit-to-Work-Klienten und Klientinnen sind dann auch ergänzende klinisch-psychologische und psychotherapeutische Angebote geschaffen worden. Das ist etwas, was hier die Gebarung Arbeitsmarktpolitik und die PVA in Österreich gemeinsam finanzieren können, dort, wo es Versorgungslücken gibt. Und das ist auch ein ganz wichtiges Angebot geworden für Personen mit psychischen Problemen, die sich an Fit-to-Work wenden, als zusätzliches Angebot. Die zweite Schiene ist die Betriebsberatung. Das heißt, auch Betriebe, auch Belegschaftsvertretungen können sich an Fit to Work wenden. Und hier, ich werde es dann noch erklären, da geht es wirklich auch um einen systematischen Aufbau von Strukturen für ein Wiedereingliederungsmanagement im Betrieb. Die letzte Säule ist die Öffentlichkeitsarbeit. Wie erwähnt, es geht auch um Bewusstseinsbildung für eine gesundheitsförderliche Arbeitswelt. Zielsetzungen, klar, Erhalt, Verbesserung, Steigerung der Arbeitsfähigkeit, Reduzierung von Krankenstandstagen, eine nachhaltige Integration auf passenden, gesundheitsadäquaten Arbeitsplätzen, die Verhinderung eines frühzeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben, das ist natürlich die Motivation, die hier dahinter steht, und auch Wiedereingliederung nach längerem Krankenstand, war schon immer eine Zielsetzung von Fit to Work, wird jetzt durch das neue Wiedereingliederungsteilzeitgesetz seit Mitte 2017 auch noch verstärkt.
Und ein wichtiger Grundsatz von Fit to Work war auch schon immer die Early Intervention. Von den Zielgruppen habe ich vorher schon gesprochen. Es ist so, dass auch Personen, zumindest die, die bei den Gebietskrankenkassen in Österreich versichert sind, nach mindestens 40 Tagen Krankenstand im Jahr auch angeschrieben werden, eingeladen werden zu Fit to Work. Wie gesagt, ein freiwilliges Angebot, aber es gibt einen Hinweis auf die Fit to Work Angebote, um die richtigen Leute sozusagen zu erreichen, egal ob die jetzt erwerbstätig oder arbeitslos sind. Das gibt es im Bereich der Betriebe nicht. Oder jedenfalls noch nicht, ist immer wieder ein Thema, das diskutiert wird, weil ja auch mal vielleicht für Betriebe interessant wäre, in welchen Betrieben gibt es gehäuft sehr viele Krankenstände. Wie gesagt, dass tatsächlich eingeladen wird zu Fit to Work, das gibt es im Bereich der Personenberatung. Hier sehen wir ganz kurz den Ablauf. Fit to Work hat mehrere Stufen. Es gibt eine Basisinformation für alle, die sich interessieren wollen über das, informieren wollen über das Programm. Es gibt eine Erstberatung, wo die Ist-Situation, die Anliegen, der Bedarf abgeklärt werden. Und wenn es nötig und sinnvoll ist, dann gibt es ein Case-Management oder abgestimmt seit einiger Zeit auch Intensivberatung, je nachdem, wie intensiv der Betreuungsbedarf ist. An all diesen Stellen wird natürlich auch, und das ist auch eine wichtige Funktion von Fit to Work, auf andere Angebote des Sozialsystems, des Gesundheitssystems, des Arbeitsmarkt, im Bereich Arbeitsmarktpolitik verwiesen. Das heißt, dass auch auf alle Möglichkeiten verwiesen wird, dass Fit to Work hier auch als Schnittstelle fungiert. Für die Personen, die eine Stufe weitergehen, gibt es den Basischeck, da gibt es eine arbeitsmedizinische und oder, je nachdem, eine arbeitspsychologische Untersuchung auch, die auch Basis ist für den weiteren Entwicklungsplan, die Umsetzungsbegleitung und das Case Management bis hin nach dem Abschluss zu einem Feedbackgespräch. Na? So. Genau, nur ganz kurz, also es haben sich inzwischen schon über 80.000 Personen an Fit to Work gewandt insgesamt seit 2011, also ca. 55.000 Erstberatungen und ca. 25.000 Case Management sind durchgeführt worden. Also das sind doch schon Zahlen, die fast auf 190.000 Fälle in den verschiedenen Angeboten kommen. Es kommen jedes Jahr ca. also letztes Jahr ca. 15.000 Personen und über 400 Betriebe dazu. Und wir haben 2017 im bisherigen Verlauf auch schon gesehen, dass wir da ca. eine Steigerung um ein Fünftel haben. Das liegt natürlich an einer neuen Zielgruppe für die Wiedereingliederungsteilzeit und auch daran, dass die Angebote von Fit to Work offenbar auch immer wichtiger werden. Das könnte interessant sein, vor allem, weil wir ja heute von psychischen Erkrankungen sprechen. Also auch bei Fit to Work ist es so, dass die größte Diagnosegruppe im psychischen, psychiatrischen Bereich liegt, gefolgt von Muskel- und Skeletterkrankungen, Bewegungs- und Stützapparat. Das sind die beiden größten Gruppen. Innerhalb der psychischen Erkrankungen haben wir am meisten mit 15% Depression, 8% Anpassungsstörungen, Reaktionen auf schwere Belastungen, also da wäre dann noch Burnout-Syndrom zu verorten, 4% Angststörungen. Also das ist so bei uns, bei Fit to Work, die Verteilung. Da sieht man auch nochmal natürlich, wie wichtig diese zusätzlichen Angebote im klinisch-psychologischen und psychiatrischen Bereich sind, die da eingerichtet worden sind. Und es sind knapp 40%, also fast so viel wie bei den neuen Invaliditätspensionsfällen in der BVA-Statistik. Wir wissen, dass es in Österreich bei den neuen Reha-Geldfällen, also bei Personen, die mindestens 6 Monate lang nicht arbeitsfähig sind, über 60% sind im Bereich der psychischen und psychiatrischen Diagnosen. Noch ein Punkt, die Altersverteilung. Wir sehen, dass der Schwerpunkt hier bei den Personen zwischen 40 und 49 und vor allem noch stärker 50 und 59 Jahren liegt. Das heißt, das sind natürlich auch schon Personen, wo am Arbeitsmarkt dann auch schon die Thematik dazukommt, wie geht es weiter, wo dann vielleicht schon Bilder greifen, auch abgesehen von der gesundheitlichen Beeinträchtigung, die die Personen bei Fit to Work auf jeden Fall haben, also die es auch mit einer Reintegration am Arbeitsmarkt vielleicht nicht mehr so leicht haben. Wie gesagt, 2/3 sind ja schon arbeitslos, wenn sie zu Fit to Work kommen.
Bei denen, die beschäftigt sind, sind übrigens, ist die größte Gruppe die im Dienstleistungssektor, also vor allem im Verkaufsbereich. Und es sind auch sehr viele, wie wir vorher auch bei Frau Dr. Schosser gesehen haben, es sind auch sehr viele im Hilfskräftebereich, also mit nicht sehr hoher, sehr hohen Bildungsabschlüssen vertreten. Damit komme ich noch kurz zur Betriebsberatung. Da sprechen wir natürlich von anderen Zahlen, aber es haben sich innerhalb, also schon fast 1400 Betriebe interessiert. Es gibt hier mehrere Stufen. Check for Start auch bei der AUVA ist eine Zugangsmöglichkeit. Es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, sich direkt auf der Fit2Work-Homepage zur Betriebsberatung anzumelden. Und in dieser Stufe 2 der Fit2Work-Betriebsberatung waren auch schon über 1100 Betriebe inzwischen. Was auch noch dann für den Teil zur Wiedereingliederungsteilzeit wichtig ist, die Betriebsberatung, das sollen Sie jetzt nicht alles durchlesen, aber es geht darum, dass ein strukturiertes, systematisches, betriebliches Wiedereingliederungsmanagement hier aufgebaut wird. Das heißt, das ist ein strukturierter Prozess, der über einen längeren Zeitraum geht, der angepasst ist an die Unternehmensgrößen und je nachdem, also von der Analyse über die Intervention bis zur Evaluation geht und je nach Unternehmensgröße auch zwischen 1 und 3 Jahren dauern kann. Sie kennen zum Thema Gesundheit im Betrieb vielleicht das Bild mit dem Haus und den 3 Säulen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir versuchen da integriert einen Schritt weiterzugehen und auch hier das Zusammenwirken in den Vordergrund zu stellen. Diese Grafik stammt jetzt auch aus einem Netzwerkprojekt, das wir fördern. Also es geht jedenfalls um alle diese Bereiche im Betrieb, Arbeitnehmerinnenschutz, um Arbeitsfähigkeit zu erhalten, betriebliche Gesundheitsförderung, um Arbeitsfähigkeit zu fördern und eben, wo sich Fit2Work mit der Betriebsberatung eben hauptsächlich befindet, im Bereich Wiedereingliederung, Arbeitsfähigkeit wiederherstellen bzw. stärken, festigen.